Hülya, Sie sind 16 Jahre alt und deshalb verhandeln wir heute Ihre Strafsache wegen Mordes an dem 22-jährigen Dennis Lange vor der Jugendkammer. Oh, Sie haben schon angefangen. Entschuldigung, wir wollten nur zuhören. Dann nehmen Sie bitte Platz, in aller Ruhe, wenn es irgend geht. Die Öffentlichkeit habe ich nämlich entgegen dem Üblichen zugelassen. Und für die Jugendgerichtshilfe ist Frau Gomez anwesend. Hülya, Ihr Nachname ist Ertens. Sie sind am 2. August 1993 in Berlin geboren, besitzen die deutsche und die türkische Staatsangehörigkeit, sind ledig, Kinder haben Sie keine und gehen noch zur Schule. In welche Klasse? 10. Klasse Realschule. Und seit dem 2. Januar 2010 sind Sie in Untersuchungshaft. Die Anklage, Herr Staatsanwalt. Die Staatsanwaltschaft geht von folgender Tat aus. Die Angeklagte wurde am 28.12.2009 von ihrem Nachbarn Dennis Lange vergewaltigt. Statt einer Anzeige verübte sie 4 Tage später Selbstjustiz. Sie schlich sich abends mit einem selbstgebauten Molotow-Cocktail zu einem als Jugendtreff genutzten Kellerraum, in dem sich Dennis Lange gerade alleine aufhielt. Sie warf den Brandsatz durch das einzige Fenster und setzte den Raum in Brand. Dennis Lange verbrannte bei lebendigem Leibe. An dem Gebäude entstand ein Sachschaden in Höhe von 15.000 Euro. Hülya Erten wird daher wegen Mordes in Tateinheit mit besonders schwerer Brandstiftung mit Todesfolge, Zerstörung von Bauwerken und Verstoßes gegen das Waffengesetz angeklagt. Vielen Dank, Herr Staatsanwalt Römer. Hülya, werden Sie von Ihrem Recht zu schweigen Gebrauch machen oder wollen Sie aussagen? Meine Mandantin möchte zurzeit nichts aussagen, Frau Vorsitzende. Sie fürchtet um ihre Familie, denn das Opfer der Tat hat der rechten Szene angehört. Es hat in der Wohnsiedlung gewohnt, wie sie gewohnt hat. Und wir wissen alle aus den Akten, dass die Vorkommnisse rechtsextremer Gewalttaten in dieser Zeit zugenommen haben. Das ist der Grund, warum sie hier nichts sagen möchte. Traurig genug, dass es so ist. Traurig genug, das ist leider richtig. Allerdings möchte ich auch darauf hinweisen, Frau Vorsitzende, dass es da gewisse Fahndungserfolge gab in dieser rechten Szene. Es hat Festnahmen gegeben, es gibt auch bereits eine Anklage. Und ich möchte nur auf Folgendes hinweisen. Wenn Sie ein Geständnis hier ablegen würden, könnte das möglicherweise dazu beitragen, die recht explosive Lage, die da momentan herrscht, ein wenig zu entschärfen. Und Sie würden auch dem einen oder anderen Zeugen hier ersparen, eine Aussage zu machen. Möchte ich nur darauf hinweisen. Ich kann nichts gestehen, was ich nicht getan habe. Ja? Ich habe Dennis nicht umgebracht. Ich hätte das niemals gekonnt. Ich hatte auch gar keinen Grund dazu. Er hat mich nicht vergewaltigt. Wir haben aber die Aussage eines Zeugen, und zwar von Mike Zielke. Das ist ein Freund des getöteten Dennis Lange gewesen. Der sagt, es hat diese Vergewaltigung gegeben. Warum sollte der das zu Unrecht behaupten? Weiß ich nicht, aber er lügt. Es gab keine Vergewaltigung und Ende. Dazu möchte ich mal etwas sagen, Frau Vorsitzende. Ja, gerne, Frau Gomez. Mir gegenüber hat Hülya auch erwähnt, dass es keine Vergewaltigung gab. Und wenn sie hier die Unwahrheit sagt, denke ich, gibt es nur eine Erklärung dafür. Sie schämt sich und hat Angst, dass sie für ihre traditionell lebende Familie eine Schande wäre. Ihre Familie ist ihr sehr, sehr wichtig. Und in unseren Gesprächen hat sie immer wieder erwähnt, dass sie sich sehr große Sorgen um ihre Eltern und ihre jüngeren Geschwister macht. Ja, natürlich. Die stehen auch wegen mir auf der Abschlussliste der Rechten ganz oben. Selbst wenn ich hier freigesprochen werde, lassen die uns nicht in Ruhe. Aber ich war es nicht. Punkt. Ja, ich verstehe Ihre Sorgen wegen Ihrer Eltern und Ihrer Familie. Nach dem Brandanschlag wurde jedenfalls die Polizeipräsenz verstärkt. Ich glaube sogar verdoppelt, aber mehr ist momentan nicht zu tun. Da Sie keine Angaben zur Sache weitermachen können oder wollen, fange ich mit den Zeugen an. Und zwar Sabrina Zielke, bitte. Sie nehmen neben Ihrem Verteidiger Platz. Das war die Freundin des Getöteten. Frau Zielke. Hallo. Hallo, bitte nehmen Sie Platz. Dass man bei Gericht die Wahrheit sagen muss, wissen Sie, wenn man das nicht tut, macht man sich strafbar. Man kann immer dann schweigen, wenn man sich selber bei wahrheitsgemäßer Aussage einer Straftat bezichtigen müsste. Paragraph 55 bei der Farbe dieser Schuhbände, sage ich das von vornherein. Frau Zielke, Ihr Vorname ist Sabrina, Sie sind 18 Jahre alt und wohnen in Berlin. Was sind Sie vom Beruf? Ja, nix. Ich habe 1000 Bewerbungen raus, ja. Wegen solchen Leuten wie der, da gibt es für uns ja keine Jobs mehr. Ja, wenn Sie tatsächlich auf solche dummen Parolen reinfallen, dann wundert es mich nicht, dass Sie Schwierigkeiten haben, eine Arbeitsstelle zu finden. Und vermutlich wird die Schulausbildung auch nicht so positiv abgeschlossen sein, oder? Wenn man zu wenig Leistungen zeigt in der Schule? Geht schon. Verwandt oder verschwägert mit der Angeklagten? Nee. Hatten Sie und die Angeklagte vor dem Brandanschlag etwas miteinander zu tun? Ja, nicht wirklich. Die wohnt zwar auch im Haus 94 wie ich, aber wohnt in der 10. Etage. Naja, Sie müssen wissen, solche Leute wie die wohnen halt oben. Ist ja auch klar, der Fahrstuhl ist da ständig kaputt, dann sollen die halt laufen und nicht wir Deutschen. Ist ja klar, oder? Mit anderen Worten, wer unten wohnt, ist sofort zum Treppensteigen oder Bequemlichkeit bringt einem im Leben nicht weiter. Genauso wenig wie so ein dummdreistes Gerede. Haben Sie mich jetzt verstanden, dass ja, ich das hier nicht hören will? Und jetzt gehen wir mal zur Sache.
Das heißt, am 1. Januar 2010, da gab es ja diesen Brandanschlag auf diesem Jugendtreff oder wo sie sich immer treffen, in diesem Keller. Nur war leider der Dennis Lange in diesem Keller und ist dabei ums Leben gekommen. Sie sind ja seine Freundin gewesen. Wie lange waren Sie überhaupt zusammen? Ja, seit Anfang letzten Jahres. Es war echt Liebe auf den ersten Blick. Also aus Rostock hergezogen, weil er in Berlin Ausbildungsplatz als Dachdecker bekommen hat. Und da hat er auch seine erste eigene Wohnung bekommen, da war er richtig stolz drauf. Naja, und er hat immer gesagt, dass wir in die nächste Wohnung gemeinsam einziehen werden, ja. Wir waren so glücklich. Aber du hast alles zerstört, ja? Du hast Dennis bei lebendigem Leibe verbrennen lassen, ja? Mollys werfen ist ja wohl eher euer Ding. Ey, sag mal, geht's noch, oder was? Von unseren Leuten hätte nie jemand irgendwas an Dennis angetan, ja? Er war unser Chef und jeder hat ihn respektiert. Ihr Freund soll die Angeklagten 4 Tage vor seinem Tod vergewaltigt haben. Wissen Sie darüber etwas? Ja, also ich habe das von meinem Bruder erfahren. Halt einen Tag, nachdem das passiert ist. Und ich konnte das jetzt gar nicht glauben. Und dann bin ich schließlich zu Dennis gegangen und habe ihn halt drauf angesprochen. Naja, und er hat es halt zugegeben. Und er hat sich auch richtig geschämt dafür. Sie hat ihn wohl ziemlich übel beleidigt und hat irgendwas ausgesetzt bei ihm, meinte er. Dann war die Sache für Sie erledigt. Dann fanden Sie das eigentlich so in Ordnung, dass Ihr Lebenspartner, mit dem Sie so schrecklich glücklich waren, eine 16-Jährige vergewaltigt hatte. Natürlich hatte die ein Problem damit und der Mike auch. Nun, uns haben sie nichts davon erzählt. Das muss man vom Bullen erfahren. Ey, Mann, Timo, du weißt ganz genau, warum Dennis das nicht an die große Glocke hängen wollte, ne? Der wusste ganz genau, dass ihr eine Vergewaltigung von der Türkin nicht gerade lustig finden würdet. Ja, damit das klar ist, wir halten definitiv nichts von Vergewaltigung. Und du hast das größte Problem damit, weil du schön die Fresse gehalten hast. Ja, Heiko hat recht. Du wolltest doch mit dem danach noch in die Kiste, aber da hast du gedacht, der wär's beschmutzt hier wegen, weil er die da gepoppt hat da. So, ich möchte keine weiteren Einmischungen von da hinten hören und diese Qualität erst recht nicht. Frau Zielke, wieder zu Ihnen. Sie haben nämlich die Frage von Herrn Rechtsanwalt Grechel noch nicht beantwortet. Hatten Sie kein Problem mit der Vergewaltigung? Ja, doch, klar. Also natürlich. Ja, aber kein besonders großes anscheinend. Normalerweise hätte man sich doch dann möglicherweise von diesem Freund getrennt oder man wäre auch zur Polizei gegangen und hätte eine Anzeige. Ja, verstehen Sie das nicht, oder was? Nein, nicht ganz. Dennis war mein Freund, ich habe ihn über alles geliebt, da kann ich ihn doch nicht anzeigen gehen. Und außerdem hat sie ihn doch als so ein Fascho beleidigt. Das ist gar nicht wahr, sowas hätte ich mich doch auch nie getraut. Ey, jetzt mach hier mal nicht einen auf schüchtern, ja? Bei deinen Eltern machst du immer einen auf brave Muslime, aber ein Kopf, du bist doch nur Show. Was wollen Sie damit sagen? Ach, nichts. Ich meine nur, dass sie ihn Dennis bestimmt beleidigt hat. Das braucht die gar nicht erst abzustreiten. Naja, nur wenn auch immer, eine Beleidigung würde eine Vergewaltigung niemals rechtfertigen, weil Sie das damit sagen wollen. Ihr Freund soll sich ja regelmäßig in rechtsextremen Kreisen aufgehalten haben. Ich weiß aber aus den Akten, dass er in Rostock überhaupt nicht der rechten Szene angehört hat. Wie ist er da reingeraten? Ja, das kam über mich. Ich bin seit 3 Jahren drin, also wegen meinem Bruder Mike. Was sagen Ihre Eltern dazu? Ja, wir haben nur eine Mutter. Und die interessiert sich nicht wirklich für uns. Also, die wohnt auch ganz woanders. Wie schön. Darf ich mal eben den Benzinkanister haben? Vielen Dank, Herr Martin. Also, Ihre Gruppe nennt sich ja Zentrum und hat sich regelmäßig in einem Kellerraum getroffen, in einer oder unter einer alten Lagerhalle. Und in diesen Raum wurde Neujahr 2010 dieser tödlich ausgehende Molotow-Cocktail dann hineingeworfen. Und zwar gemacht über einen umfänglich funktionierenden Benzinkanister. Diesen hier. Wo waren Sie an dem Abend? Ich war zu Hause mit meinem Bruder. Sie haben auf der Couch abgehangen und weil die Nacht davor war ziemlich lang und wir waren erst um 6 Uhr im Bett. Ja, war halt Silvester, ne? Haben Sie den ganzen Tag nur auf dem Sofa verbracht? Nee, ich bin so gegen 4 aufgestanden, weil ich Hunger hatte. Ja, dann bin ich zum Kühlschrank gegangen, aber da war mal wieder nichts. Und dann bin ich in den Keller gegangen und mich dann Sie mit einem Benzinkanister in der Hand gesehen. Mit so einem Benzinkanister? Ja, genau so sah der aus. Halt nur nicht so verbrannt. Du lügst! Du willst mir doch nur das anhängen, was einer von euch Faschos gemacht hat. Haben Sie das gehört? Faschos. Ja, genau das hat sie auch immer zu Dennis gesagt. Hm, ich wusste nur nicht, dass es in Ihren Kreisen als Beleidigung gilt. Und jetzt nehmen sich am besten beide Seiten zurück. Wobei ich um Verständnis nachsuchen möchte, Frau Vorsitzende, meine Mandantin fühlt sich zu Unrecht, insbesondere von dieser Person belastet. Sie war nicht im Keller und sie war kein Benzinkanister. Umso unerfreulicher ist es, so etwas als Zeugenaussage gegen sich selbst in einem Prozess hören zu müssen. Noch Fragen an die Zeugin Ziel? Nein. Herr Erten, bitte, die Zeugin bleibt unvereidigt. Sie nehmen bitte an der Seite Platz. Herr Erten, bitte nehmen Sie hier vorne Platz. Herr Erten, dass man bei Gericht die Wahrheit sagen muss, wissen Sie, wenn man das nicht macht, man sich strafbar. Ihr Vorname ist Idil, Sie sind 39 Jahre alt und wohnen in Berlin. Was sind Sie vom Beruf?
Ich arbeite im Einkaufszentrum, bei meinem Schwager im Schuhladen. Als Vater der Angeklagten haben Sie ein Zeugnisverweigerungsrecht. Das heißt, Sie können aussagen oder schweigen. Das ist Ihre Entscheidung. Ich will aussagen. Nur wenn Sie aussagen, muss es die Wahrheit sein. § 55 erlaubt einem allerdings immer zu schweigen, wenn man sich selber bei wahrheitsgemäßer Aussage einer Straftat bezichtigen müsste. Ich will trotzdem aussagen. Herr Erten, Sie wissen ja, was Ihrer Tochter vorgeworfen wird. Wo sind Sie gewesen, als der Brandanschlag auf dieses Zentrum verübt wurde, bei dem Dennis Lange ums Leben gekommen ist? Ich war zu Hause mit meiner Tochter alleine. Ich habe gelesen und sie hat ferngeguckt. Aber das habe ich auch schon alles der Polizei schon erzählt. Das weiß ich. Und wo waren Ihre Ehefrau und Ihre beiden jüngeren Kinder? In diesem Einkaufszentrum, bei dem kleinen Karussell. Genau, Herr Erten. Und da waren Sie auch. Das hat nämlich der Zeuge Sergej Kuprin, jetzt werden wir richtig international, ausgesagt. Der hat Sie dort zusammen gesehen mit Ihrer kompletten Familie, ausgenommen mit, von der Hülle. Der lügt. Der lügt. Wir waren wirklich zu Hause. 19.20 Uhr hat er Sie gesehen. Wir waren zu Hause und ich habe sogar Angst gekriegt, als dann irgendwann auch die Sirenen da waren, dass da mit meiner Frau und meinen Kindern was passiert ist. Aber Gott sei Dank kamen die so gegen 20 Uhr nach Hause. Herr Erten, Ihre Tochter soll den Dennis Lange ja deshalb getötet haben, weil er sie 4 Tage vorher vergewaltigt haben soll. Eine Vergewaltigung, von der Ihre Tochter sagt, sie habe sie nie gegeben, die der Dennis Lange aber gegenüber einem Freund und beziehungsweise auch später gegenüber seiner Freundin zugegeben hat, ist Ihnen ab dem Zeitraum, das wäre dann ab dem 28.12.2009, irgendwas Besonderes an Ihrer Tochter aufgefallen? Nein. Ich habe auch von dieser Vergewaltigung erst von der Polizei erfahren. Und jedes Mal, als ich sie im Gefängnis besucht habe, habe ich sie gefragt, was da gewesen ist, ob er ihr was angetan hat. Und sie hat jedes Mal gesagt, dass da nichts gewesen ist. Es ist ja auch nichts gewesen, Papa. Ich glaube dir das aber nicht. Herr Erten, warum glauben Sie, dass Ihre Tochter doch vergewaltigt worden ist? Weil sie über die Feiertage und über Neujahr total zurückgezogen war. Sie hat kaum ein Wort gesprochen, war andauernd in ihrem Zimmer. Normalerweise ist sie immer in der Küche bei ihrer Mutter oder spielt halt mit den Kindern zusammen. Darf ich noch mal den Kanister haben, Herr Martin? Momentchen. Die Zeugin Zielke hat ausgesagt, dass sie ihre Tochter am Tatnachmittag mit so einem Kanister im Keller, also vor ihrem Keller, Zugang gesehen habe. Haben Sie so einen Kanister in Ihrem Kellerraum gehabt? Nein. Ich meine, ich weiß auch nicht, wofür so einen brauchen. Wir haben doch niemals ein Auto. Ja, klar haben Sie ein Auto. Allerdings, Sie haben einen roten Kombi, womit die da die Großfamilie... Der gehört meinem Schwager. Aber vor Ihrem Kellerraum wurden relativ frische Benzinspuren gefunden. Dafür eine Erklärung? Ja, das haben diese Rechtsradikalen da hinten gemacht, um das meiner Tochter hier anzuhängen. Aber damit kommt er nicht durch. Meine Tochter ist unschuldig und einer von denen war es. Vielleicht sogar hier diese Sabrina Zielke selbst. Sag mal, geht's noch oder was? Ey, dein Gequatsche interessiert, wenn überhaupt nur die türkischen Schuhkäufer... Also bitte, es reicht, ja? Frau Zielke, noch Fragen an den Zeugen Erten? Nein. Mike Zielke, bitte, nehmen Sie an der Seite Platz. Er bleibt unvereidigt, seien Sie so nett. Nehmen Sie diesen Kanister wieder nach unten. Das stört mich irgendwie. Herr Zielke, bitte nehmen Sie Platz. Herr Zielke, bei Gericht muss man die Wahrheit sagen. Wenn man es nicht tut, macht man sich strafbar. Man kann natürlich immer dann schweigen, wenn man sich selber bei wahrheitsgemäßer Aussage einer Straftat bezichtigen müsste, dass man vorneweg 55. Mike ist Ihr Vorname, Sie sind 22 Jahre alt und wohnen in Berlin. Was sind Sie vom Beruf? Hartz IV. Ist kein Beruf, aber ich kann mir vorstellen, was Sie damit sagen wollen. Brauche ich nicht in Ausführlichkeit. Mit der Angeklagten verwandt oder verschwägert sind Sie nicht. Jo. Herr Zielke, der Angeklagten wird ja vorgeworfen, Dennis Lange durch diesen Brandanschlag ermordet zu haben, weil er sie 4 Tage vorher, das soll das Motiv der Tat gewesen sein, vergewaltigt habe. Wissen Sie Näheres über die Vergewaltigung? Naja, ich hab's ja gesehen. Also nicht alles, aber genug. Aber anscheinend nicht genug, um dann Anzeige zu erstatten, oder? Ja, Dennis war doch schließlich noch mein bester Kumpel und außerdem war er damals noch unser Chef. Wo haben Sie diese Vergewaltigung gesehen? Ja, das war eigentlich reiner Zufall. An unsere Siedlung, da grenzt so ein zugemülltes Waldstück. Und sonst gehe ich da eigentlich überhaupt nie lang. Aber an dem Tag sollte ich halt mit dem Dobermann vom Timo raus, weil er irgendwie zu seiner Mutter ins Krankenhaus musste. Ja, und jedenfalls latsche ich da mit dem Hund so lang. Und auf einmal fängt er total an zu bellen und zerrt mich da wie bekloppt zu den Bäumen rüber.
Ja, und hinter den Bäumen ging es dann richtig rund. Herr Zielke, sparen Sie sich künstliche Pausen. Weiter. Ja, okay. Dennis lag halt auf der drauf und hatte die Hose runter und sie hatte den Rock hoch und ja, hat die ganze Zeit sonst wohin gestarrt. Ja, und als sie mich gesehen hat, hat sie auf einmal losgebrüllt, wie am Spieß. Ja, und als Dennis mich und den Hund gesehen hat, da war der total starr vor Schreck und ja, die Chance hat sie natürlich sofort genutzt und ist sofort losgerannt. Das ist nicht wahr, das ist gelogen. Du musst mich verwechseln oder so. Ich habe zwar manchmal Probleme, euch Ausländer auseinanderzuhalten. Aber hier bin ich mir sicher, das warst du. Hat Dennis Lange danach etwas zu Ihnen gesagt? Naja, er hat dann direkt angefangen zu heulen und irgendwie gesagt, dass er sie eigentlich nicht hätte vergewaltigen dürfen. Und dass es da irgendwie mit ihm durchgegangen ist. Sie hat ihn wohl vorher als hohlen Fascho beschimpft und naja, dann ist es halt passiert. Und ich soll es halt keinem erzählen. Haben Sie sich denn daran gehalten? Ja, ich hab's am nächsten Tag meiner Schwester erzählt. Ah. Warum hast du uns nichts davon gesagt? Timo, Dennis war mein bester Kumpel. Ich wollte auch nicht, dass ihm was passiert. Noch mal kurz zurück, was Sie in diesem Waldstück beobachtet haben wollen. Hat die Angeklagte schon geschrien, bevor sie in die Nähe kam, so direkt drauf zu... Gleich geht's weiter. Ja, sind Sie in Dennis Lange verliebt gewesen? Dennis war mit mir glücklich, nur mit mir. Warum hätte Dennis denn lügen sollen? Ich habe ein Sexualverhältnis mit einer Türkin, sollte er das sagen? Ich halte das nicht mehr aus. Bleiben Sie dran. Angeklagte schon geschrien, bevor sie in die Nähe kam, so direkt drauf zu? Nö, die war eigentlich die ganze Zeit still. Dennis hat auch gesagt, dass die sich sowieso von Anfang an nicht gewehrt hat. Die Geschichte wird doch immer bescheuerter. Ich hätte mich doch gewehrt. Aber ich war nicht das Mädchen, das du gesehen haben willst. Herr Zielke, da kommt jemand aus einer fremden Stadt, das spätere Tatopfer, und nimmt in ihrer rechten Gruppierung relativ schnell die Position eines, wie heißt das bei Ihnen, Chef oder Führer oder was auch immer an. Und verdrängt sie damit. Hat sie das eigentlich nicht irgendwie gestört? Nö, ich wollte da nie der Chef sein. Ach, du wolltest schon immer der Chef sein, nur leider bist du nicht gut genug dafür. Und das mit der Vergewaltigung hast du uns auch nicht erzählt. Was soll das überhaupt? Ja, wie hat sich das denn jetzt nach dem Tod von Dennis Lange entwickelt? Wer ist denn der Nachfolger geworden? Heiko. Der Heiko? Das heißt also, wenn der Herr Zielke diesen Brandanschlag verübt hätte, um aufzusteigen zum Führer dieser Gruppe, Herr Krechel, dann war das ja wohl ein Griff in die Tonne. Dann hat das alles nichts genutzt. Das bestätige ich Ihnen. Gut. Nur zu dem Zeitpunkt, als wir es gemacht haben, da waren wir ja vielleicht noch guter Dinge und haben gedacht, wir würden noch Führer. Dass die Wahl dann im Endeffekt anders ausgefallen ist, konnte er ja zu dem Zeitpunkt Neujahr noch nicht wissen, oder? Das ist hochhypothetisch. Aber ich habe mit dem Brandanschlag nichts zu tun. Ich habe zu der Zeit daheim auf der Couch gelegen. Ich war noch total fertig von der Silvesterfete. Fragen Sie doch Sabrina. Das ist das Problem. Die haben wir schon gefragt. Und die war auch völlig fertig. Die war sogar so fertig, dass sie möglicherweise auf der Couch gelegen hat und geschlafen hat und gar nicht mitbekommen hat, dass sie rausgegangen sind, um möglicherweise diese Tat zu begehen. Nee, ich habe nicht geschlafen. Es ist doch offensichtlich, dass die beiden unter einer Decke stecken. Die haben sich abgesprochen. Die wollten hier, die haben diesen Verbrecher umgebracht und wollen das meiner Tochter anhängen. Versteht mich denn hier keiner oder was? Ey, Dennis war mein Freund und ich habe ihn über alles geliebt. Wir waren glücklich zusammen. Er wollte mich heiraten und er wollte mit mir Kinder kriegen. Er hat mir jeden Tag gesagt, wie sehr er mich liebt. Ja, ich zerstöre doch nicht mit Absicht meine Zukunft. Boah, sei doch einfach still, Miststück. Was habt ihr gerade gesagt, Julia? Ich glaube, die hat Miststück zu meiner Schwester gesagt. Ey, was hast du? Was bildest du dir eigentlich ein, hä? Was bildest du dir eigentlich ein?
Julia, ich habe Sie ziemlich genau beobachtet, das Verfahren. Als Sie Sabrina Zielke ausgesagt hat, haben Sie sehr angespannt gewirkt und Sie reagieren so wütend plötzlich und gereizt. Was denn los? Nichts. Tut mir leid, ich habe einfach nur Angst vor einer Verurteilung. Wirklich? Ich habe so das Gefühl, dass Sie ein persönliches Problem mit der Sabrina Zielke haben. Stichwort Eifersucht. Worauf soll die denn bitte eifersüchtig gewesen sein? Auf Sabrina? Julia, sind Sie in Dennis lange verliebt gewesen? Mhm. Ja. Ja. Und er auch in Sie? Ja. Jetzt wird's aber ganz schön lächerlich. Ich war doch selbst mal dabei, als er dich im Treppenhaus als Islamistin und Bombenlegerin und sonst was beschimpft hat. Genau, das stimmt alles gar nicht, ja? Dennis war mit mir glücklich, nur mit mir. Na ja, wie hat es mit Ihnen beiden angefangen, Hülya? Die Voraussetzungen waren ja nicht ideal, will ich mal so sagen. Das war schleichend. Dennis hat mir gesagt, dass er sich schon bei unserer ersten Begegnung im April 2009 in mich verliebt hat. Da habe ich ihn und diesen Mike im Treppenhaus getroffen. Und Dennis hat mich übel beleidigt und hat später gesagt, dass er sich schon da in mich verliebt hat und dass er es im Nachhinein gemerkt hat und deswegen auch so aggressiv war.